اوكي، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، machen wir noch einmal wie jedes Mal, denn wie gesagt, das Kapitel, ein Kapitel ist immer eingeteilt in das, was der Autor uns an Versen und Ayat mitteilen will, und danach sagt er am Ende, macht er so kurz, lässt man das Kapitel nochmal Revue passieren. Das heißt, er nimmt nochmal eine Zusammenfassung des Nutzens, den wir aus dem ganzen Kapitel gezogen haben. Und letztes Mal haben wir einige Verse kennengelernt, und zwar ging es ja um das Kapitel, das zum Schirk gehört, dass man um Hilfe fleht bei jemand anderes außer Allah, Istighatha. Oder dass man jemand anderes anruft außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dazu hat der Autor einen Vers gebracht, und hat letztes Mal, haben wir erwähnt, hat er gesagt: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Rufe und rufe außer Allah niemanden an, der dir weder nutzen noch schaden kann. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Und solltest du es trotzdem tun, dann wärst du einer der Ungerechten. Oder dann wärst du sicherlich einer der Ungerechten. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Und wenn Allah dich mit Unheil berührt, ja, dann gibt es niemanden, der dieses Unheil wegnehmen könnte, außer ihm, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt: فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. Oder wenn den ganzen Vers: إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. Diejenigen wahrlich, die ihr anstatt Allahs anruft, können euch keine Versorgung geben. Vermögen euch keine Versorgung zu geben. Kein Rizq. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. Deswegen sucht nach Rizq bei Allah. Und dann hat er noch einen weiteren Vers erwähnt: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Und wer ist abgeirrter als jemand, der neben Allah jemand anderes anruft, der ihm bis zum jüngsten Tag, bis يَوْمِ الْقِيَامَةِ, bis zum Tag der Auferstehung, sein Gebet nicht erhören wird. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Und sie sind auch noch unachtsam gegenüber ihrem Dua. Das heißt, sie kriegen das gar nicht einmal mit. Und dann hat der Autor noch einen weiteren Vers erwähnt. Er sagte: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Und dem Vers hat Allah subhanahu wa ta'ala mitgeteilt, dass er derjenige ist, der demjenigen, der sich in einer Notlage befindet, sein Bittgebet erhört und ihm auch aus der schlechten Lage raushilft. All dies, Alhamdulillah, waren Verse. Und nun hat der Autor einen Hadith über uns auch, letztes Mal haben wir angeschaut, und zwar, dass es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Heuchler gegeben hat, und dann sind ein paar Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen, und sie haben zu ihm gesagt, oder sie haben untereinander gesagt: Lasst uns beim Propheten sallallahu alaihi wasallam um Hilfe flehen. Lasst uns also Hilfe suchen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben das Wort Istighatha verwendet, was wir vorhin gesagt haben. Das ist das Wort Hilfe flehen, Istighatha auf Arabisch. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Das heißt, um Hilfe gefleht werde nicht ich, sondern um Hilfe gefleht wird Allah. Und Istighatha. Ja. Und jetzt wollen wir ja den Nutzen erwähnen aus dem Kapitel, noch kurz mal zusammenfassen, was wir gesagt haben. Und zwar: Erstens einmal können wir sagen, oder von der Reihenfolge ist unabhängig, und zwar, der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, sagte zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er zu niemandem Dua machen darf außer Allah, und wenn er es trotzdem tut, dann gehört er zu den Ungerechten. فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dann gehört er zu Al-Zalimin, zu den Ungerechten. Was wir daraus lernen ist, wenn das für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt, und er ist der beste Mensch, den es jemals gegeben hat und den es jemals geben wird, dann gilt das erst recht für andere Menschen. Das heißt, wenn sie außer Allah jemand anders anbeten, dann werden sie erst recht auch zu Zalimin gehören und Zalim sein, ungerecht sein. Und hier ist gemeint natürlich der Schirk, der große Schirk, ja? Weil eine Form von Wulm ist Schirk, zweifellos. Allah subhanahu wa ta'ala jemanden beizugesellen. Okay. Dann haben wir auch gelernt, und zwar, Allah sagte doch: Und wenn dich Allah mit Unheil berührt, dann gibt es niemanden, der dieses Unheil wegnehmen kann, außer ihm. Aus diesem Vers lernen wir, dass
Davon abgesehen, dass wenn man Dua macht zu jemand anderem außer Allah, dass das Schirk ist, davon abgesehen, dass das Schirk ist, hat man nicht einmal einen Nutzen davon. Also hat man praktisch zwei Sachen verloren. Die Dunya und die Akhira. Auch zusätzlich verloren. Weil das Dua wird gar nicht erhört. Gut, dann haben wir auch kennengelernt, dass derjenige, der jemand anderes Dua macht, jemand anderes außer Allah, und ich mache meine Hände manchmal so, wie man Dua macht, aber das ist nicht so. Ja, also wenn ich einfach so meine Hände so mache und sage, weiß nicht was, rufe zu irgendjemandem, was anscheinend aktuell ist, wie in manchen Ländern, ja, zum Beispiel Sidi Abd al-Qadir, al-Jailani oder irgendetwas. Wenn man so sagt, hilf mir Sidi oder was, wo bist du, Sidi, solche Sachen, das ist eine Katastrophe. Das ist eine große Form von Schirk. Und Allah sagt, diese Menschen sind die am weitesten abgeirrt sind vom Islam, natürlich, vom wahren Glauben. طيب. Dann haben wir kennengelernt, dass derjenige, den du anbetest, der Tote zum Beispiel oder der Stein oder was, der kriegt nicht einmal mit, dass du Dua machst. Und darüber werden wir uns noch genauer unterhalten gleich. Dann hat Allah uns gesagt, wenn jemand anderes anbetet außer Allah, Dua macht zu jemand anderes außer Allah, Yawm al-Qiyamah, die werden Feinde sein, auch noch zusätzlich. Die werden sich hassen. Der eine den und der andere den. Und beide werden sagen, nee, wir haben gar nicht Dua gemacht, wir haben gar keinen Schirk gemacht zusammen. Ja? Aber die werden es leugnen. Ja? Das haben wir. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns auch noch, dass sie das leugnen werden, dass am Tag der Auferstehung, dass sie überhaupt sich gegenseitig angebetet haben. Oder der eine die anderen angebetet haben. Dann, das Seltsamste überhaupt, ist folgendes. Dass der Mushrik, der viele Götter anbetet, zum Beispiel Jesus, Maria, Heiliger Geist und auch noch Gott, ja, und vielleicht noch andere, diese Person, wenn sie sich in einer schlimmen Lage befindet, in einer Katastrophe befindet, in einer Notlage befindet, dann wird sie nur zu Allah subhanahu wa ta'ala beten, automatisch. Weil im Herzen ist es so drin, dass man automatisch zu Allah betet, wenn es einem schlecht geht. Wenn eine Notlage ist, man hat Angst, man stirbt zum Beispiel, ja, dann wird man zu Allah subhanahu wa ta'ala beten und niemals zu etwas anderes. Dann sagt der Gelehrte Muhammad al-Uthaymin rahimahullah, er sagte, dass einige Mushrikin heutzutage noch schlimmer sind als die Mushrikin damals, denn manche Mushrikin heutzutage beten auch in den schlimmen Zeiten zu jemand anderes außer Allah, Allah al-Musta'an. Dann hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas beigebracht. Und zwar, wenn man Worte verwendet, muss man aufpassen, was man sagt. Es gibt Worte, die werden nur für Allah verwendet. Istighatha macht man nur für Allah. Istighatha sprachlich gesehen kann auch bedeuten, Hilfe bitten. Ich kann dir sagen, bitte hilf mir aufzustehen, bitte hilf mir mein Haus auszuräumen, umzuziehen. Das geht, ja. Aber ich darf nicht das Wort Istighatha verwenden. Weil Istighatha, das ist speziell für Allah subhanahu wa ta'ala. Fertig. Das ist nur für Allah. Nur für Allah. Ja. Gut. Das war's auf diesem Kapitel. Jetzt kommen wir zu einem neuen Kapitel. Das erwähnt der Autor. Er sagt, Babun, Qawlullahi ta'ala, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das ist der erste Vers aus dem Kapitel, gesellen Sie etwa Allah jemandem bei, der nichts erschafft und selbst erschafft wird, und Sie können ihnen nicht helfen, noch können Sie sich selbst helfen. Das ist der Vers, den wir uns heute anschauen wollen. Natürlich eine kleine sprachliche Feinheit. Und zwar, wir hatten vorher einen Vers angeschaut, der hieß, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Wer, achtet auf die Wortwahl, wer, das Wort wer ist wichtig jetzt, ja, wer ist abgeehrter als jemand, der außer Allah jemand anderes anruft? Wer? Geht also um Menschen. Und wenn du das Wort wer verwendest, dann heißt es, geht um Personen, die einen Verstand haben. Ja. Aber in diesem Vers, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, weil diese Leute, die haben normalerweise Verstand. Ein Mensch hat einen Verstand. Ja? Der darf nur Allah anbeten, aber er macht was anderes, das ist gegen dem, was sein Verstand ihm eigentlich mitteilt. In diesem Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala aber,
أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Gesellen Sie Allah etwa etwas eine Sache. Gesellen Sie Allah Dinge bei, die nichts erschaffen können und doch selbst erschaffen werden. Also, denn die Mushrikin, sie haben ja nicht nur Menschen angebetet, sondern auch Steine, Holz, Figuren, was alles hergestellt wurde. So. Also, das ist die Sache. Und Allah sagte, das ist ja die witzige Sache an der Angelegenheit. Allah sagte, übrigens für uns die Sache so vielleicht klar, ja, aber das Schönste ist, wenn du reden kannst und argumentieren kannst. Zum Beispiel, du redest mit einem Hindu oder mit irgendeinem Mushrik, ja, und du versuchst mit ihm zu diskutieren. Das Schönste ist, wenn du Allahs Worte verwendest. Ja, du kannst ihm erklären, ja, logisch und weiß nicht was, und das ist schön. Aber die besten Argumente ist, wenn du es aus dem Koran bringst, direkt. Ja, das hört sich am besten an, weil erstens, weil Allah es gesagt hat, zweitens, was auch sehr wichtig ist, weil es zeigt dem anderen, dass du Wissen hast, dass du es auswendig hast, was du sagst. Ja, nicht aus deinem eigenen Kopf denkst, sondern aus dem Buch denkst, dem du folgst. Allah sagte, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Das heißt, machen sie etwas Schirk in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Mit Dingen, die nichts erschaffen können, also sie sind selbst unfähig, und sie selbst werden erschaffen, das heißt, sie waren nicht einmal der Grund dafür, dass sie hergestellt wurden, und sie sind nicht einmal imstande, dafür zu sorgen, dass es sie weiterhin auch gibt. Kommt irgendjemand zu diesem Götzen, diese Figur, und macht die kaputt, er ist tot. Also was, ja? Das heißt, er kann nicht einmal sich selbst helfen. Ja. Und dann sagt Allah, وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, und sie können ihnen nicht helfen. Das heißt, diese Götzen können nicht denjenigen helfen, die sie anbeten. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, und sich selbst können sie nicht einmal retten. Es wird erzählt in der Sira, dass zur Zeit, als Mekka erobert wurde, wenn ich mich richtig entsinne, war es so, dass manche Götzen, die sollten ja zerstört werden, das heißt, manche, also die Kabel wurden alle zerstört, und da gab es einen Götzen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so wird der Sira erzählt, ja, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Khalid ibn al-Walid gesagt hat, du sollst diesen Götzen kaputt machen. Sanam, Götzen, Figur. Sanam, ja. Und dann ging er hin, und dort waren die zwei Wächter, die aufpassen auf diesen Sanam, passen auf, damit dieser Gott nicht kaputt geht. Menschen? Ja, Menschen, die außen rum saßen, und die waren bewaffnet. Und dann, als sie gesehen haben, dass Khalid ibn Walid kam, der ja bekannt war für seine Stärke im Kampf, im Zweikampf. Er konnte mit zwei Schwertern kämpfen, so wird erzählt. Okay? Auf jeden Fall, als sie ihn gesehen haben, die zwei Wächter, haben sie Folgendes gemacht. Sie haben ihre Schwerter genommen und sie um den Hals, um diesen Götzen gebunden und gesagt, wenn du es kannst, dann verteidige dich wenigstens heute selbst. Verteidige dich wenigstens heute selbst, und sind weg, abgehauen. Das war's. Okay? Und natürlich sollte ihnen dann klar geworden sein, dass es ja keinen Sinn macht, dass man einen Gott verteidigen muss. Ja. Auf jeden Fall, man sieht, wie weit die Menschen abgeirrt waren. Deswegen sagt Allah, وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, wer ist abgeirrter als jemand, der jemand anderes auswählt als Allah. Okay, dann erwähnt der Autor noch einen zweiten Vers und sagt er, وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Und diejenigen, die sie ohne ihn anbeten, die sie außer Allah anbeten, مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ, sie verfügen nicht einmal oder sie vermögen nicht einmal über ein Häutchen von einem Dattelkern. Ein Dattelkern hat eine kleine Haut außenrum, und nicht einmal diese Haut können sie zum Beispiel mitwirken, wie es groß wird, klein wird, was in Farbe es hat. Sie können nicht einmal damit wirken. Und das ist etwas, was keinen Wert hat. Es hat keinen Wert, also keiner wird das kaufen. Auf keinen Fall. Und nicht einmal bei so einer Sache können sie mitwirken. Ja. Auf jeden Fall hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen klar gemacht, auf was sie sich da verlassen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. Selbst wenn sie hören würden, diese falschen Götter, die Sanam, die Figuren und so, selbst wenn sie hören würden, مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, würden sie ihren Dua nicht erhören können. Oder würden sie ihren Dua nicht erhören.
Ja, weil sie nicht können, ja, ganz einfach. Sie können nicht. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala des Weiteren im Koran, hat ja Ibrahim a.s. hat ja mit seinem Vater gesprochen, mit seinem Vater diskutiert. Sein Vater, der die Götzen selbst hergestellt hat. Ja? Wie ist der Name von Ibrahim? Sein Bruder? Ne, Vater von Ibrahim, Azar. Ja? Azar. Azar. Und dann Ibrahim a.s. hat zu seinem Vater gesagt: Ya Abati, mein Väter Hashem, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Warum betest du etwa jemanden an, der nicht einmal hören kann und nicht einmal sehen kann? Der weder hören noch sehen kann. Wa la yughni anka shay'a, und der dir auch überhaupt nicht helfen kann. Ja? Auf jeden Fall, das war sein Argument, und das ist also auch unser Argument. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Das heißt, Allah sagt uns im Vers, dass jeder Mensch, der abweicht von dem Weg von Ibrahim a.s., von der Religion von Ibrahim a.s., Al-Hanifiyyah, das heißt der Islam, wer abweicht von diesem Weg, ist betört, ist schwachsinnig, ist nicht gesund im Kopf, hat keinen Aql. Ja? So sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er subhanahu wa ta'ala: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Und am Tag der Auferstehung, Yawm al-Qiyamah, sie werden leugnen, dass ihr sie angebetet habt. Warum? Weil stellt mal vor, Yawm al-Qiyamah, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, wird es ja so sein, dass jeder Mensch dem folgt, was er angebetet hat. Wenn ein Mensch Isa angebetet hat, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird einen Shaitan machen, der so aussieht wie Isa, und dann die Leute, die Isa angebetet haben, werden dorthin gehen zu diesem Isa. Werden die Christen auch leugnen, dass sie Jesus angebetet haben? Um sich freizusprechen, selbstverständlich. Wenn sie merken, was Sache ist, werden sie sich freisprechen. Wie Allah es gesagt hat. Okay? So. Und dann, die Leute, die die Sonne angebetet haben, werden der Sonne folgen. So ist im Hadith. Und die Leute, die den Mond angebetet haben, werden dem Mond folgen. Und die Leute, die den Stein angebetet haben, werden den Stein folgen. Die Leute, die Shaitan angebetet haben, gibt es ja auch. Dem Feuer auch. Shaitan. Und was die Feuer angebetet haben, werden die Feuer. Allah musta'an. Und jetzt. Und dann sagen sie: Nee, 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 wir haben mit euch nichts mehr zu tun. Wir haben nichts mehr mit euch zu tun. Und Allah hat es so gesagt, das heißt, es wird genau so passieren. Und dann sagt Allah: Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Und es wird dir niemals jemand so eine gute Nachricht, gute Kunde geben können, wie einer, der ein Experte ist, ein Allkundiger. Das heißt, Allah sagt dem Propheten mit uns: Allah sagt, ich bin Al-Khabir, der Allkundige, ich weiß alles aufs Beste ganz genau, aufs Detail ganz genau. Niemand, du wirst, es gibt keiner, der es besser weiß als ich. Das heißt, nimm das an, was ich dir sage. Ja? Und natürlich, wir nehmen das an, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Okay, jetzt gibt es eine Frage. Und zwar, zu dem, was wir gesagt haben, könnte man jetzt die folgende Frage stellen. Und zwar, können die toten Menschen hören oder können sie nicht hören? Und wenn man sie begrüßt, grüßen sie einem dann zurück oder nicht? Ja? Das ist eine Sache, die unter der es zwei Ansichten unter den Gelehrten gibt. Die erste Ansicht ist diejenige, dass die Toten nicht hören können, wenn man sie begrüßt. Weil wir wissen, wenn wir zum Grab gehen oder zum Friedhof gehen, gibt es ein Dua. Und der fängt an mit Assalamu alaikum. Dafür sagen das so, Ist ein Dua. wenn wir gehen zum Zum Friedhof. Friedhof, ja. Ja. Und wir sagen, Assalamu alaikum, ja, ahlil kabursa. es gibt ein längeres Dua, ja. Und wenn wir sagen, Assalamu alaikum auf Deutsch bedeutet, Friede sei mit euch. Manche Gelehrte haben gesagt, erstens, dass die Toten diesen Dua nicht hören. Erste Ulama-Gruppe haben gesagt, diese Dua, die Toten hören nicht, wenn man sagt, Ah, Assalamu jetzt alaikum. muss ich fragen von Ihnen. Die toten Leute, das hören nichts, das, ne? Ja, es gibt zwei Meinungen, wie ich gesagt habe. Manche Ulama haben gesagt, die hören, manche Ulama haben gesagt, die hören nicht. Okay? Was sagen gehören Ja, manche sagen ja. Warum? Jetzt sage ich. Erste Ansicht, die haben gesagt, dass die Toten nicht hören. Und zwar, wenn man sagt, Assalamu alaikum, dann ist das, haben sie gesagt, ein Dua. Möge der Friede mit euch sein. Das heißt, möge Allah euch beistehen. Ja, möge Allah euch Frieden geben. Also, und es muss ja nicht sein, dass die, wie heißt es, dass der Tote unbedingt das hören muss, dass man für ihn Dua macht. Ja? Und es gibt einen Hadith, und zwar, der hat Ibn Abd al-Barr
als authentisch eingestuft und Ibn Qayyim rahimahullah auch. Und zwar, بأن الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد السلام. Und zwar ist ein Hadith überliefert, dass wenn man Assalamu alaikum zu jemandem sagt, also beim Grab, sagt Assalamu alaikum, dann Allah subhanahu wa ta'ala schickt die Seele zurück zu diesem toten Menschen und der tote Mensch sagt, wa alaikum assalam, grüßt zurück. Wenn dieser Hadith tatsächlich sahih ist, wie Ibn Abdullah gesagt hat, dann ist das genau für diese Situation bestimmt. Das heißt, wenn man sagt Assalamu alaikum Tote, dann hört er. Aber nicht für alle anderen Situationen, ist die erste Ansicht, ja, der Gelehrten. Okay. Die zweite Ansicht ist diejenige, dass die Toten den Salam natürlich hören können. Ja? Und sie haben das belegt mit dem Hadith eben jetzt gerade eben. Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin. Der Friede sei mit euch. Oh ihr, oder man begrüßt die Bewohner dieses Friedhofs, die gläubigen Bewohner dieses Friedhofs. Und sie haben gesagt, es macht ja keinen Sinn, dass man Assalamu alaikum zu Leuten sagt, die nicht hören können. Ja. Und sie haben auch belegt damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Hadith ist auch bei Al-Bukhari, und zwar, dass man, wenn man einen Toten begraben hat, dann hört der Tote sogar noch, wie die Menschen weglaufen vom Grab. Der Tote hört das noch. Man begräbt ihn, zumacht, weggeht, er hört die Schritte. Wenn Janaza fertig macht, Janaza die Leute zurückkommen. Richtig. Ja, und deswegen, manche Ulama haben gesagt, der Tote hört. Oh. Ja? Und die Antwort auf diese zwei Belege ist derjenige, dass wir, wie gesagt haben, es muss nicht sein, dass der Tote hören kann, nur weil wir sagen Assalamu alaikum. Der Beweis dafür ist derjenige, und wir sagen im Salah Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Friede sei mit dir, o Prophet, und Allahs Barmherzigkeit und seine Segnungen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen Dua nie gehört. Also von seinen Freunden, wenn sie hinter ihm gebetet haben. Ja. Und trotzdem, der Segen, Salah, kommt zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Sagt, Assalamu alaika, ayyuhan Nabi. Dieser Salah geht zu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nach Medina. Okay? Nach Medina. Aber er hört dich nicht. Er hört uns nicht. Obwohl du sagst, o Friede sei mit dir, o Prophet. Du sprichst direkt praktisch ihn an, sprachlich. Ja? Und trotzdem, er hört dich nicht. Und trotzdem, Dua kommt zu ihm. Deswegen, wenn wir gehen zu Janaza, sagen Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin, es muss nicht sein, dass sie uns hören kann. Ja? Und dass sie die Schritte hören, das kann sein, dass es speziell gilt für den Friedhof, für die Ende der Janaza. Es muss nicht sein, dass es die ganze Zeit gilt. So, und der Gelehrte sagt, diese beiden Ansichten sind gleichwertig, beide gleich stark, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Die Sache ist nicht wichtig, weil sie können sowieso, also die Angst besteht in was? Manche Leute denken, wenn der Tote hören kann, dann man kann Dua machen zum Toten. Man kann ihm sagen, gib mir das, hilf mir das, ich weiß nicht was. Das ist die Katastrophe. Aber sowieso, der kann nichts machen. Allah sagt, وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. Selbst wenn sie hören würden, sie können Dua nicht erhören. Sie können nicht Istijabe machen. Geht nicht. Okay. Das ist die, was wir sagen. Okay. Dann sagt der Autor folgendes, erwähnt folgenden Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar erzählt uns Anas ibn Malik radiyallahu an, er sagte, shujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawm uhud wa kusirat ruba'iyatuhu faqala kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyyahum fanazalat laysa laka min al-amr shay. Und zwar sagte Anas radiyallahu anhu, am Tag von Uhud, Schlacht von Uhud, Ghazwa von Uhud, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich am Kopf verletzt. Und sein Eckzahn ist kaputt gegangen. Und der Ruba'iyya ist folgendes, wir haben hier vorne die zwei Schneidezähne und dann haben wir hier zwei Eckzähne. Diese zwei Eckzähne. Ja? Einer von den beiden ist vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder vielleicht auch beide, Allahu a'lam, kaputt gegangen. Am Tag von Uhud. Drei oder vier, das weiß ich nicht. Einer von diesen. Hier hat man zwei rechts
und zwei links. Zwei und eine von diesen ist kaputt gegangen. Ja? Und bei der Schlacht, beim Kämpfen, ja? Sallallahu alaihi, weil er hat mitgemacht, Jihad. Dann sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als ihm das passiert ist, sagt er, كيف يفرح قوم شجوا نبيهم. Wie kann es sein, dass ein Volk in Jannah geht, erfolgreich sein wird, wenn sie den Eckzahn des, also ihres Propheten zerstören? Und dann sagte, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Vers abgesandt, ليس لك من الأمر شيء. Es ist gar nicht deine Angelegenheit. Subhanahu wa ta'ala. Und okay. Aus dieser Sache lernen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala sogar seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam zurechtweist, wenn er etwas sagt, was ihm nicht zusteht. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies gibt, Jannah, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala in die Hölle bringt, das geht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nichts an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, wie er sagte, innama ana munzir, ich bin nur ein Warner. Ich bin nichts anderes als ein Warner. Und er sagte auch, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran beschrieben als jemand, der die Botschaft überbringt. Das war's. Ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht zu entscheiden, wer in Jannah geht und wer nicht in Jannah geht. Und deswegen, es kann sein, dass ein Volk seinen Prophet sallallahu alaihi wasallam, den Propheten verletzt und danach trotzdem gehen sie in Jannah, weil sie gläubig geworden sind danach. So, was wir auch gleich sehen werden. Die Frage ist jetzt, und zwar worum es hier überhaupt geht, ist folgendes. Und zwar, Allah sagte zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, es ist nicht deine Angelegenheit. Das heißt, halte dich da raus. Das heißt, wenn er nicht einmal bestimmen kann, sondern er ist der beste Mensch, dann erst recht alle anderen falschen Götter, falsche Schirk-Götter, können gar nichts machen. Alle anderen Awliya können gar nichts machen. Sallallahu ist der beste Wali. Also das ist, was wir aus diesem lernen wollen. Und dann, das heißt, niemals denken, Allah wird diesen Menschen nie vergeben. Allah wird diese Rahma nicht dir geben und weiß nicht was. Allah weiß nicht, wer ist doch von Allah. Wir wissen nicht, was Allah machen wird und wem er seine Rahma geben wird oder wie sie nicht geben wird. Und deswegen, wir kennen ja die Geschichte von den Leuten, von den Kindern Israels, Bani Israel. Und zwar gab es zwei Leute. Der eine, Masha'Allah, hat viel gebetet und viel gefastet und immer Allah gegenüber gehorsam gewesen. Und dann andere Person, sie hat sehr viele Sünden gemacht, sehr viele falsche Sachen gemacht. Eines Tages, jedes Mal, wenn der eine Salih-Mensch den Sünder sieht, sagt er zu ihm, hör auf, die Sünde zu machen, hör auf, aqsir, hör auf damit. Und dann eines Tages hat er ihn gesehen, wie er eine Sünde begeht, und dann hat er zu ihm gesagt, Wallahi, Allah wird dir niemals vergeben. Allah wird dir niemals vergeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat beide sterben lassen, beide zu sich genommen und zu ihm gesagt, bist du derjenige, der gesagt hat, ich werde meinem Diener niemals vergeben, ich habe ihm vergeben und ich habe dir nicht vergeben und du gehst in die Hölle. Das ist die Katastrophe, weil er hat bestimmt, was mit ihm passieren soll und das geht uns nichts an. Und Allah sagt zu ihm, وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ. Das heißt, ich habe deine Taten alle zunichte gemacht. Alles, was er gemacht hat, sein ganzes Leben lang, ist null wert, wegen einem Wort, was er gesagt hat. Wegen einem Wort, was er gesagt hat. Er hat nur gesagt, ich schwöre, Allah wird dir niemals vergeben. Das ist nicht einmal so schlimm, wie wir die ganze Zeit reden von Schirk, wisst ihr? Schirk, das ist noch was ganz Schlimmeres. Allah al-Musta'an. Tayyib. Klammer auf, Klammer zu, mit dem Hadith steht nicht drin, dass dieser Mensch nicht aus der Hölle rauskommen wird. Wenn ein Gläubiger war, kommt er wieder raus. Aber Schirk, Allah al-Musta'an, seine Taten sind null wert und er kommt nicht mehr aus der Hölle raus. Also, solange ein Mensch noch nicht gestorben ist, dürfen wir nicht über ihn entscheiden. Fertig. Ja? Wenn er gestorben ist, dann behandeln wir ihn so wie offensichtlich. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben gesagt hat, ich bin Christ, ich bin Christ, ich bin Christ, und er stirbt als Christ, so wie es aussieht, dann sagen wir, er ist als Christ gestorben. Das war's. Und wenn einer sein ganzes Leben lang gebetet hat und Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah gesagt hat und er stirbt in diesem Zustand, dann sagen wir, er ist als Muslim gestorben. Das war's. Mehr steht uns nicht zu. Okay. Dann kommen wir zu einem weiteren Hadith, damit wir Alhamdulillah die Kurve kratzen. Und zwar Ibn Umar radiallahu anhu arda sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen, wenn er seinen Kopf vom Ruku' hochgehoben hat in der letzten Raka'a von Salat al-Fajr. يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. Also
Fajr aus zwei Raka'at. In der zweiten Raka'a, wenn er sagt, in der zweiten Raka'a, wenn er sagt, Sami Allahu liman hamida, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt: Allahumma al'an fulanan wa fulana. Ba'dama yaqul Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Fa'anzar Allah laysa laka min al-amri shay. Und zwar sagt Ibn Umar radiallahu anhuma, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf erhoben hat vom Ruku', dann hat er gesagt, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Und dann hat er gesagt, O Allah, verfluche die Person so und so und verfluche die Person so, gib deine La'na auf die Person so und so, Person so und so, Person so und so. Hat er Dua gemacht gegen bestimmte Leute. Hat sie beim Namen genannt. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Vers abgesandt, Laysa laka min al-amri shay. Diese Angelegenheit steht dir nicht zu oder es ist nicht deine Angelegenheit. Auch diese hat Allah zum Prophet und der Hadith bei Bukhari. In einer anderen Version heißt es, يدعو على صفوان على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. Und zwar hat er Dua gemacht gegen diese drei Leute. Safwan ibn Umayya, Suhail ibn Amr und Al-Harith ibn Hisham. Er hat gesagt, O Allah, vernichte den, mach La'na gegen ihn, diese drei. Und dann hat Allah gesagt, ليس لك من الأمر شيء. Es ist gar nicht deine Angelegenheit. Das heißt, du darfst das nicht machen. La'na gegen eine bestimmte Person. So. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, diese Person, was sie machen werden in ihrem Leben. Dich geht das nicht an. Diese drei Personen haben auch später den Islam angenommen. Später ganz und sind Sahaba geworden. Sahaba. Und haben die Religion verteidigt. Ja? Deswegen möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und ihr wisst ja, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht hat zu Unrecht gegen jemanden, ja, was passiert ist, dann wird dieses Dua umgewandelt in Gutes für die Person. Ja? So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt, was Sahih Muslim. Okay. Ja, auf jeden Fall haben die den Islam angenommen, Alhamdulillah. Und Allah subhanahu wa ta'ala, es ist seine Angelegenheit. Er entscheidet, was passiert. Ja, jetzt gibt es noch eine Geschichte, die ähnlich passt in diese Kategorie. Und zwar wird sie überliefert bei Imam Ahmad, rahimahullah. Und zwar gab es, diese Geschichte kennen wir bestimmt. Und zwar Usayrim ibn Abd al-Ashhal al-Ansari. Radiallahu anhu, er war bekannt dafür, dass er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam feindselig gegenübergestimmt war. Also er war ein Feind vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er war. Ja. Und dann heißt Usayrim. Usayrim. Über den wissen wir nicht viel, weil ihr werdet gleich wissen, warum. Weil in der Schlacht von Uhud, hat Allah subhanahu wa ta'ala den Iman in sein Herz gemacht. In sein Herz gesetzt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste das noch gar nicht. Oder irgendjemand anderes wusste das noch gar nicht. Aber er ist zum Dschihad hinausgegangen. Wa alaikum assalam. Und zwar hat er vor der Schlacht oder während der Schlacht den Islam angenommen. Und dann hat man ihn gefunden, gestorben auf dem Boden. Aber er hat, bevor er in die Schlacht gegangen ist, hat er zum Deutschen gesagt, wenn ihr den Propheten sallallahu alaihi wasallam später trefft, sagt ihm, dass ich Muslim geworden bin. Das ist wichtig, weil damit er nachher begraben wird, für ihn gebetet wird, ich meine, der Prophet, wenn er für dich Dua macht, ist besser, als wenn er nicht Dua machen würde für dich. Ja? Deswegen hat er den Leuten gesagt, pass auf, ich gehe in die Schlacht, aber wenn ich sterbe, bitte sagt dem Propheten, ich bin Muslim geworden, vorher. Also, später dann, als sie die Toten, wie heißt es, gefunden haben, hat man ihm das mitgeteilt und dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, diesem Hadith gesagt, huwa min ahl al-Jannah. Er ist ein Paradiesbewohner. Und was wir aus diesem Hadith lernen, diese Person hat kein einziges Salah gemacht. Kein einziges Sajda gemacht für Allah subhanahu wa ta'ala. Hat nur Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah gesagt, ist in die Schlacht reingegangen und ist gestorben als Shahid. Das war's. Ja? Deswegen, wir können nichts entscheiden über einen Menschen, bis er nicht gestorben ist. Ja? Gut. Und zwar, dann erwähnt Abu Huraira radiallahu anhu einen Hadith und er sagte, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Vers gesagt, Abu Huraira erzählt uns, und zwar den folgenden Vers, وأنذر عشيرتك الأقربين, warne deine nächsten Verwandten. Warne deine nächsten Verwandten. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Leute gesammelt von Quraysh und hat sich hingestellt und hat eine Khutbah gehalten und hat gesagt,
Ja, Ma'ashara Quraysh, o Leute von Quraysh. Au Kalimatan Nahwaha, oder etwas Ähnliches. Er hat irgendein Wort gesagt, wo er die Leute von Quraysh angesprochen hat. Und das ist die Genauigkeit der Überlieferer. Ishtaru anfusakum, la ughni ankum min Allahi shay'a. Kauft euch selbst frei, denn ich kann euch vor Allah nicht helfen. Kauft euch selbst frei, das heißt, kauft euch vor Jahannam frei. Zahl lieber Geld, gib Sadaqa zum Beispiel. Ja? Mach gute A'mal Saliha, damit du nicht in Jahannam gehst. Kauf dich selbst frei, deine eigene Seele. Denn ich kann euch vor Allah nicht helfen. Dann sagt er, ja, Abbas ibn Abd al-Muttalib, sein Onkel. La ughni anka min Allahi shay'a. Ich kann dir vor Allah nicht helfen. Ja, Safiyya, Ammata Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki min Allahi shay'a. Wa alaikum salam. Er sagte, O Safiya, O Tante des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, ich kann dir vor Allah nicht nützen. Wa ya Fatima, binta Muhammad, salini mali ma shi'ti, la ughni anki min Allahi shay'a. O Fatima, Tochter von Muhammad. Er spricht so, O Fatima, Tochter von Muhammad, verlange von meinem Geld, von meinem Vermögen, was du willst, aber ich kann dir bei Allah nicht helfen. Ich kann dir bei Allah nicht helfen. Und dieser Hadith natürlich ist gewaltig. Und der Prophet sollte seine Ängsten als erstes warnen und dann nach und nach müssen wir auch die Leute so warnen. Und zwar Al-Ashira ist alle Leute, Ashira, die Verwandten, die Allah in diesem Vers erwähnt hat, sind alle Verwandten, die verwandt sind bis zum vierten Großvater. So heißt es, ja. Bis zum vierten Großvater. Erster Großvater, zweiter, dritter, vierter. Alle, die verwandt sind mit diesem Großvater, die sind Ashira sprachlich. Ashira. Und der Nächste zu dir, am Nächsten, der musst du als erstes warnen. Danach den Nächsten, den Nächsten. Also hat Priorität. Also deine Eltern vielleicht dein Geschwister zum Beispiel. Ja, ja und also, wenn es nichts nutzt, zum Propheten zu beten, dann natürlich die Leute, die das heutzutage machen, die haben gar nichts davon. Das Einzige, was nutzen wird, ist der Iman an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dass man das macht, was er gesagt hat, das ist das Einzige, was nutzen wird. Sonst wird einem bei Allah subhanahu wa ta'ala gar nichts nutzen. Und wir haben in diesem Vers eine schöne Sache gelernt. Und zwar der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat einen Vers gehört von Allah subhanahu wa ta'ala. Warne deine nächsten Verwandten. Erst was er gemacht hat, er hat seine Verwandten alle gesammelt und hat sie gewarnt. Das ist eine gewaltige Sache. Das muss man mal machen. Ja. Leute warnen und Hauptgrund den Islam weitergegeben haben. Erklärt hat den Leuten, was der Islam ist. Wer annimmt, wer nimmt an. Und wer nicht möchte, nimmt nicht an. Und deswegen ist auch die richtigere Ansicht den Gelehrten, dass man nicht Tawassul machen darf mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dass ich kann nicht sagen, oh Allah, aufgrund deiner Liebe oder unsere, aufgrund der Stellung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bitte vergib uns unsere Sünden. Das geht nicht. Das macht keinen Sinn. Was du machen darfst, ist, du darfst sagen, oh Allah, aufgrund meiner Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, vergib mir meine Sünde. Das kannst du machen, weil das ist eine Tat von dir. Du kannst Tawassul machen mit Taten von dir, aber du oder auch mit wie das Gebet, Koran lesen, alle erlaubten Sachen, die überliefert sind, aber nicht Tawassul machen mit Taten von anderen Leuten. Das macht keinen Sinn. Keinen Sinn. Und übrigens, hier sind wir jetzt, Alhamdulillah, wir haben das Viertel. Ein Viertel von diesem Buch überschritten, Alhamdulillah. Das heißt, das Buch besteht aus zwei Bänden in dieser Version. Wir haben also ein Viertel hinter uns, nach ziemlich genau 23 Unterrichten. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu wa baraka ala Amina Muhammad.